Herzlich willkommen zu unserem nächsten Talk. Das ist mir nicht erinnerlich, der NSU-Komplex heute. Es gab einiges an Auseinandersetzungen um die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds und auch den Prozess dazu. Aber es sind trotzdem ziemlich viele Fragen nicht gestellt worden. Und es gibt vor allem auch ziemlich viele Leute, die eigentlich die Antworten gar nicht hören wollen. Und darum geht es jetzt im nächsten Talk. Caro Keller ist hier, das ist unsere Speakerin. Sie ist auch aktiv bei NSU Watch. Und sie beschäftigt sich in diesem Talk mit der Frage, was jetzt? Bitte einen sehr herzlichen Applaus für Caro und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Hallo auch von mir. Ich bin, wie gesagt, Caro Keller von NSU Watch. NSU Watch ist ein bundesweites antifaschistisches Bündnis. Uns gibt es so seit 2012. Und zwar im Nachgang des Bekanntwerden des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir gucken uns gleich auch nochmal natürlich an, was das ist, so für unsere Erinnerungen. 2011, als eben bekannt wurde, dass es den NSU gab, haben sich bundesweit Antifaschisten, Antifaschistinnen zusammengetan, haben in ihren Erinnerungen und in ihren Archiven alles zusammengetragen, was man finden konnte zu dem Zeitpunkt über diese Neonazi-Gruppierung. Neonazi-Terrorgruppierung und dieses Bündnis hat sich dann eben verstetigt, als dann klar wurde, es wird eben auch Untersuchungsausschüsse und einen Prozess oder mehrere Prozesse zu dem Thema geben und es dann klar war, es gibt keine offiziellen Protokolle. Beispielsweise in diesem großen Prozess, der 2012 noch in der Zukunft lag. Und deswegen haben wir uns eben überlegt, eine Säule unserer Arbeit soll sein, jeden Tag diesen Prozess in München zu begleiten und da Protokolle zu erstellen. Und das ist eben das bundesweite antifaschistische Netzwerk, was es bis heute gibt. Und inzwischen sind wir am anderen Ende des Prozesses angelangt. Das heißt, der NSU-Prozess in München, der ist in diesem Jahr im Juli zu Ende gegangen. Aber schauen wir doch noch einmal schnell, was da 2011 bekannt wurde, nämlich es hat sich herausgestellt, dass eine vorher unter anderem Namen bekannte Mordserie, eine rassistische Mordserie durchgeführt von Neonazis war. Nämlich die Mordserie an 9 Menschen mit migrantischem Hintergrund und einer deutschen Polizistin sowie 3 Sprengstoffanschläge und 15 Banküberfälle. Vor 2011 wurde nicht in Richtung rechtes Motiv wirklich ermittelt, sondern es wurde gegen die Betroffenen, gegen die Opfer, gegen die Familien, gegen die Überlebenden ermittelt. Aber dazu später mehr. Das ist also das, was auch in München vor Gericht verhandelt wurde und das, was 2011 bekannt wurde. Wir sprechen aber eben nicht nur von NSU, sondern von NSU-Komplex. Und warum das so ist, das möchte ich in dem Vortrag auch zeigen, weil es nämlich nicht nur diese Mordserie war, nicht nur Neonazis, die durchgeführt hat, sondern weil eigentlich die gesamte Gesellschaft daran ihren Anteil hatte, dass diese Mordserie funktionieren konnte und dass der NSU bis 2011 unentdeckt blieb. Am 11.07.2018 gab es nach über 5 Jahren die Urteilsverkündung im ersten NSU-Prozess. Und dieser Prozess, der sollte sich also genau dem widmen, was wir in der vorherigen Grafik gesehen haben. Also das heißt, den 10 Morden, den Sprengstoffanschlägen und den Banküberfällen. Aber schon sehr schnell ist am Anfang des Prozesses und auch schon davor bekannt geworden, dass der NSU-Komplex eben, wie gesagt, schon sehr viel mehr umfasst. Und in diesem Prozess konnte das auch gezeigt werden. Und zwar
vor allen Dingen durch die sehr engagierte Arbeit der Nebenklage. Das heißt, das sind die Angehörigen, das sind die Überlebenden und ihre jeweiligen anwaltlichen Vertretungen, die dort in dem Prozess eben auch Verfahrensbeteiligte waren. Das heißt, viele Rechte hatten, sie konnten selber Erklärungen abgeben, sie konnten Fragen stellen und sie konnten Beweisanträge stellen. Und das haben sie eben versucht, immer zu zeigen, dass es hier um mehr geht, dass es um gesamtgesellschaftlichen Rassismus geht, dass es um Polizeiermittlungen gehen muss, die sich gegen die Familien gerichtet haben, dass es um ein Neonazi-Netzwerk gehen muss, das die Morde mitgetragen, unterstützt hat, ermöglicht hat und eben nicht nur um diese drei. Und das ist deswegen so schwierig gewesen, das in den Prozess hineinzubringen, weil die Anklageschrift in den Jahren 2012, 2013 verfasst, nur beinhaltete, der NSU ist ein isoliertes Trio, hat kein großes Unterstützungsnetzwerk und der Staat hat überhaupt keinen Anteil an dieser Mordserie. Und diesem Narrativ musste praktisch die ganzen Jahre entgegengetreten werden. Und es ist auch von unterschiedlichen Seiten passiert, wie gesagt, zum einen von der Nebenklage, aber auch von den vielen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, die es gab und auch noch gibt, in denen der staatliche Anteil am NSU-Komplex weiterhin aufgearbeitet wird und wo beispielsweise in den Bundestagsuntersuchungsausschüssen auch sehr deutlich gesagt wurde und auch vom Thüringer Untersuchungsausschuss sehr deutlich gesagt wurde, nein, der NSU, das ist kein Trio, das ist ein Netzwerk. Und hier sehen wir eben am Tag der Urteilsverkündung einige der Angehörigen der Mordopfer und der Überlebenden, und einige Überlebende selbst, die am Tag der Urteilsverkündung auf die Straße gegangen sind. Und zwar auch deswegen, weil all das, was an Wissen über den NSU-Komplex in den letzten Jahren aufgearbeitet wurde, an diesem Tag der Urteilsverkündung vom Tisch gewischt wurde. Das heißt, es konnte viel gezeigt werden, wir wissen vieles und auch die Angehörigen und Überlebenden haben immer wieder die Kraft gefunden, im Prozess zu erzählen, was haben die Morde für sie bedeutet, was haben die Ermittlungen für sie bedeutet. Und am Ende stand ein Urteil, in dem das alles nicht stattgefunden hat. Das war eigentlich so eine kurze Darstellung der Verbrechen, wie wir hier noch, also eigentlich das hat in der Urteilsverkündung stattgefunden, mehr nicht, nicht die Worte der Angehörigen, nichts über die Ermittlungen, nicht zum Verfassungsschutz, nicht zum Rassismus, sondern einfach nur eine kurze Darstellung der Verbrechen, die dem überhaupt nicht gerecht wird, was dort in diesem Prozess überhaupt verhandelt wurde. Und gleichzeitig bedeutet dieser Tag ein Triumph für die dort angeklagten Neonazis, weil insbesondere diejenigen, die bis heute aktiv in der Neonazi-Szene sind, nämlich André Eminger und Ralf Wohleben, einer von ihnen konnte an dem Tag schon das Gericht freien Fußes verlassen, nämlich André Eminger, und Ralf Wohleben konnte eine Woche später in die Neonazi-Szene zurückkehren. Dementsprechend haben auch die Neonazis, die an dem Tag im Gericht anwesend waren, dieses Urteil mit Jubel begleitet. Das heißt, das Letzte, was wir in diesem Gerichtssaal gehört haben, war auch der Jubel der Neonazis. Und das heißt auch, dass eben dieses Gericht in München nicht es für angemessen gesehen hat, rechten Terror aufzuklären, aufzuarbeiten und dem Grenzen zu setzen, weil das wäre natürlich auch ein Teil dieses Urteils gewesen, zu sagen, dass diese Mordserie muss auch hart bestraft werden. Und das ist eben an diesem Tag nicht passiert. Aber das Schlimmste ist eben, dass der Richter keine Worte gefunden hat zu den Angehörigen, zu den Überlebenden, was in solchen Urteilsverkündungen eigentlich total üblich ist. Also das heißt, man kann eigentlich alles sagen in diesen Urteilsverkündungen und ganz häufig wird eben gesagt, was bedeuten eigentlich die Verbrechen. Das ist im NSU-Prozess nicht passiert. Und trotzdem haben eben, wie man auf diesem Bild sieht, einige Angehörige und Überlebende an dem Tag
ja, die Kraft gefunden, doch noch abends auf die Straße zu gehen und eine antifaschistische Demonstration unter dem Motto kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex sozusagen anzuführen. Also dort voranzugehen und sich dieser Forderung, dass mit dem Ende des NSU-Prozesses der NSU-Komplex nicht abgeschlossen werden kann, dass sie sich dieser Forderung eben auch anschließen. Und das heißt, wir nehmen von diesem Tag und aus diesem Prozess sehr viel mehr mit, als am Ende im Urteil drinsteht. Der Prozess und alle Untersuchungsausschüsse waren natürlich geprägt von diesem Satz, der auch der Titel für diesen Vortrag ist, nämlich, das ist mir nicht erinnerlich. Das haben Menschen, die beim Verfassungsschutz arbeiten, gesagt, das haben Neonazis gesagt, das haben Vertreter, Vertreterinnen der Polizei gesagt, dass sie sich nun wirklich nicht an die Ereignisse vor 15 bis vor einem Jahr erinnern können. Also diese Erinnerungslücken, die waren sozusagen zeitlich da relativ unabhängig. Aber uns geht das eben anders. Als Prozessbeobachterin, als Beobachterin der Untersuchungsausschüsse, wir haben uns das natürlich gemerkt. Wir merken uns das, was die Angehörigen, die Überlebenden in diesem Prozess gesagt haben, was wir über den Verfassungsschutz erfahren haben, was wir über die Polizei erfahren haben und das Wichtigste, was wir über die Gesellschaft erfahren haben. Und das ist eben das, was wir mitnehmen und das ist auch der Kern sozusagen dieses Vortrages. Was ist unsere Analyse oder könnte eine Analyse des NSU-Komplexes sein, aus der wir lernen können, die wir uns in Erinnerung behalten können, die wir sozusagen mitnehmen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Das ist natürlich ein Zielpunkt unserer Arbeit, dass solche Morde nie wieder passieren können und wenn sie passieren, dann nicht mehr unentdeckt bleiben und man eben deutlich machen kann, dass es sich um rechten Terror handelt. Und das ist eben, wie gesagt, die Frage, was wissen wir über den NSU-Komplex? Und wie gesagt, wir sprechen von NSU-Komplex und nicht nur von NSU, weil es sich eben um ein bisschen stumpfe Erklärung, um ein komplexeres Thema handelt als nur Neonazis, die ihre Ideologie befolgen und eben Menschen aus rassistischen Gründen ermorden. Und dafür habe ich mitgebracht hier so eine Grafik und die wird auch gleich mit so Zoom-Effekten funktionieren, wenn wir da eben durchgehen. Ich hoffe, das klappt auch alles. Die ist nicht so besonders schön, aber das macht vielleicht nichts. Was das zeigen soll, schon mal vorweggenommen, ist, dass rechter Terror und der NSU-Komplex, das ist ein gesellschaftliches Verhältnis, ein gesellschaftliches Zusammenspiel. Ohne diese gesellschaftlichen Strukturen hätte der NSU nicht funktioniert und wäre diese Mordserie vielleicht nie geschehen oder hätte früher aufgedeckt werden können, es hätten Morde verhindert werden können. Vieles ist da eben denkbar, wenn sozusagen nur der mittlere Teil, also der NSU, gemordet hätte und alle anderen gesellschaftlichen Akteure, Akteurinnen sich anders verhalten hätten. So, und das gehen wir jetzt durch und das bedeutet auch das, was wir, oder so ein grobes Bild davon, was wir eigentlich über den NSU-Komplex wissen. Es sind viele Fragen offen, aber vieles konnte eben über die letzten Jahre sehr wohl erfahren werden. Wir haben also einmal in der Mitte die Neonazis des NSUs und ihr Netzwerk, das die Morde eben erdacht hat und durchgeführt hat. Und was wir über die letzten Jahre gelernt haben, was aber auch schon vorher klar war, ist dieses Neonazi-Netzwerk und wie es funktioniert hat. Der NSU hat sich das, was er gemacht hat oder was sie gemacht haben, nicht selber ausgedacht, sondern das sind Konzepte des rechten Terrors, die es spätestens seit 1945 gibt, die immer weiterentwickelt werden in der Neonazi-Szene und auch von eben Altnazis miterdacht und mitgetragen wurden.
Es ist also nichts Neues und gleichzeitig ist rechter Terror auch etwas, was nicht mit dem NSU begonnen hat, sondern was eine Kontinuität hat seit 1945. Das ist auch etwas, was über die letzten Jahre aufgearbeitet wurde, gerade im Hinblick auf diese Sätze, die 2011 überall geschrieben standen. Was? Neonazis, Mordserie, rechter Terror, so etwas gibt es. Natürlich gibt es das und das gab es auch schon vor dem NSU und auch eben in ähnlicher Form. Und das sogenannte Kerntrio des NSU, also Mundlos, Bönhardt und Schäpe, die haben sich also in ihrer Sozialisationsphase in den 1990er Jahren ein breites Netzwerk bundesweit aufgebaut. Wir können insbesondere diejenigen, die sie kurz nach dem Untertauchen in den ihren Wohnorten Chemnitz und Zwickau dann unterstützt haben, auch namentlich benennen. Diejenigen, die ihnen bei den Morden und bei den Sprengstoffanschlägen in den jeweiligen Städten geholfen haben, die können wir noch nicht namentlich benennen. Das ist eine große offene Frage, die uns weiterhin beschäftigt und die wir auch hoffen, dass man die irgendwann lösen kann. Wer sind die konkreten Neonazis, die den NSU eben unterstützt haben, Tatorte gezeigt haben, mitgemordet haben und so weiter und so fort. Also das ist die Frage und das sind eben die Neonazis, die hier zur Tat schreiten und sozusagen das, was sie an rassistischen Ideen haben, nur in der konsequent umsetzen und Menschen aus rassistischen Gründen ermorden. Und wie gesagt, wir haben zum einen gelernt, wie wurden die sozialisiert, wie waren die organisiert und was haben die sich dabei gedacht. All das ist etwas, was wir, wo wir sagen können, das wissen wir so ziemlich genau, gerade weil das eben in den 1990er Jahren auch sehr stark dokumentiert wurde von Menschen, die eben antifaschistisch recherchiert haben damals. Als der NSU dann eben angefangen hat zu morden, Anschläge zu begehen, da gab es natürlich auch entsprechende polizeiliche Ermittlungen. Und diesen polizeilichen Ermittlungen, denen wäre es natürlich auch möglich gewesen, mal in Richtung rechtes Motiv, rassistisches Motiv zu schauen. Und da wären sie dann eigentlich relativ schnell auf genau diese Neonazi-Szene getroffen. Denn natürlich gab es immer wieder auch Spekulationen in den Behörden darüber, rechter Terror, gibt es das überhaupt? Eigentlich nicht, aber war dann die Antwort, aber wenn überhaupt, dann diese Struktur, diese drei. Das heißt, auch nach 1998 hatte die Polizei eigentlich nicht vergessen, dass die drei nicht mehr da sind, also seit 1998 im Untergrund leben. Aber das hat die Polizei eben nicht getan bei der Mordserie und im Vorhinein nach 1998, als sie von Jena nach Chemnitz umgezogen waren, man sagt auch untergetaucht waren, hätten sie ja auch festnehmen können und auch das ist eben nicht geschehen. Diese polizeilichen Ermittlungen sind auch in den letzten Jahren sehr, sehr detailliert angeguckt worden, insbesondere in den Untersuchungsausschüssen. Und gerade über die ganz wichtigen Zeitpunkte, nämlich beispielsweise zum Untertauchen 1998, da kam es erst zu einer Durchsuchung der gemeinsamen Garagen und da war Uwe Bönhardt auch noch anwesend. Er hat dann gefragt, beispielsweise, ob er jetzt mal wegfahren kann. Die Polizisten vor Ort haben gesagt, ja, dann ist er also weggefahren, hat sich die anderen geschnappt und die sind nach Chemnitz eben umgezogen. Das wissen wir alles sehr genau und wirklich geradezu im Minutenablauf. Und davon getrennt dann eben die polizeilichen Ermittlungen nach den Morden und nach den Sprengstoffanschlägen, die eigentlich alle sehr ähnlich verliefen. Nämlich, man hat sich mit rassistisch konnotierten Thesen mal auf die Suche nach den möglichen Tätern gemacht. Und was meine ich damit? Das ist, die Beamten, Beamtinnen haben also gesehen, dass dort Menschen mit einem Migrationshintergrund angegriffen wurden und oder ermordet wurden und haben dann sich gedacht, worum könnte es sich handeln und hatten dann eben diese rassistisch konnotierten Thesen.
von, es könnte sich um einen Mafia-Hintergrund handeln, um sogenannte Familienfäden und so weiter und so fort. Also eine Vorstellungswelt, die wahrscheinlich, oder die wir deswegen rassistisch nennen, weil das nicht die Gedankenwelt ist, die sich bei Polizisten, Polizistinnen auftut, wenn es sich um weißdeutsche Opfer gehandelt hätte. Deswegen sprechen wir hier von Rassismus. Und zwar von institutionellem Rassismus, also Rassismus, der die Behörde durchzieht, aber auch von individuellem Rassismus. Das heißt, wir konnten auch über die letzten Jahre sehen, dass sich einzelne Beamte und Beamtinnen einfach selber rassistisch geäußert haben, rassistisch verhalten haben. Und das wissen wir deswegen, weil zum einen die Akten eben in den Untersuchungsausschüssen deutlich gezeigt haben, wie die Verhöre gelaufen sind. Das heißt, wenn eben Angehörige oder Überlebende gesagt haben, wir glauben, es handelt sich hier um einen rechten Hintergrund, dann wurde das von den verhörenden Polizeibeamten, Beamtinnen einfach vom Tisch gewischt und stattdessen wurde dann nach eben diesen sogenannten Mafia-Hintergründen gefragt und nicht in Richtung rechtes Motiv und zugespitzt eben dort, dass in Köln beispielsweise, in Dortmund beispielsweise eine Zeugin gesagt hat, sie hat die Mörder gesehen und das waren entweder Nazis oder Junkies und im Protokoll stand am Ende eben nur das Wort Junkies. Also das heißt, es ist immer vom Tisch gewischt worden und stattdessen ist eben massiv gegen die Familien vorgegangen worden. Also das heißt, dass beispielsweise den Ehefrauen der Ermordeten auch Fotos von irgendwelchen fremden Frauen gezeigt wurde und gesagt wurde, hier mit dieser Person hat dein Mann eine zweite Familie gegründet. Das waren alles Lügen und sollten dafür dienen, dass eben die Angehörigen aus der Reserve gelockt werden. Und das zeigt sich ganz gut in diesem Zitat. Das stammt aus einer Fallanalyse der Polizei. Da stand drinne, vor dem Hintergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturraum mit einem hohen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenssystems weit außerhalb des hiesigen Norm- und Wertesystems verortet ist. Also mit anderen Worten, weißdeutsche Menschen töten sozusagen keine anderen Menschen. Das ist vor dem geschichtlichen Hintergrund in Deutschland natürlich etwas mutig zu behaupten, aber das ist eben das, was in der Fallanalyse aus dem Jahr 2006 vermerkt war und so waren eben auch die Ermittlungen geleitet. Und die Polizei hat da wirklich keinerlei Stein unumgedreht gelassen, das muss man schon sagen. Also in Hamburg beispielsweise wurde ein Wahrsager aus dem Iran dazu geholt, um mit dem dort ermordeten Süleyman Taschköprü Kontakt aufzunehmen. Es wurde in Nürnberg ein Dönerstand von der Polizei betrieben mit dem Gedanken, okay, wir zahlen jetzt kein Schutzgeld und dann kommen die vielleicht auch zu uns und so fassen wir die jetzt. Also wirklich solche Ermittlungsansätze noch und nöcher. Und immer wenn gefragt wurde, könnte es sich auch um einen rechten Hintergrund handeln, dann wurde gesagt, nee, dafür gibt es, haben wir geguckt, aber dafür gibt es keinen Beleg. Und man muss mal ganz klar sagen, auch für diese rassistisch konnotierten Thesen gab es keinerlei Beleg. Und sie haben das den Opfern und Überlebenden dann einfach angehangen. Also das heißt, die haben beispielsweise im Fall von der Ermordung von Enver Şimşek, da hat sich irgendjemand aus dem Gefängnis gemeldet als Informant und hat eben angegeben, ja, er sei mit Enver Şimşek immer Richtung Holland gefahren, um dort Drogen zu kaufen. Und das war von dem Informanten einfach erfunden, um Hafterleichterung zu bekommen. Aber dem wurde von der Polizei eben extrem viel Gewicht beigemessen und allen Aussagen dazu, es könnte sich hier um einen rechten Hintergrund handeln, eben gar nicht. Das heißt, wie gesagt, kein Beleg dafür und trotzdem bis 2011 einfach relativ unveränderte Ermittlungsrichtung und in dem Moment, wo mal daran gedacht wurde, dass es sich um einen rechten Hintergrund handeln könnte, nämlich im Jahr 2006, da gab es dann Streit in der bundesweiten Ermittlungsgruppe und es wurde eben sich wieder auf diese Art der Ermittlungen geeinigt sozusagen. Und das heißt, damit haben die Polizeibehörden, hat die Polizei den NSU eben auch
mitgetragen, weil sie hätten natürlich mit den richtigen Ermittlungen den NSU entsprechend stoppen können. Und wir sprechen hier von rassistischen Ermittlungen oder institutionellen Rassismus oder auch deswegen, weil wir das an einer Stelle eigentlich ganz gut sehen können. Es gibt dreimal einen Neuanfang für die Polizei vor 2011, wo sie in eine andere Richtung hätten ermitteln können, nämlich es gab den Sprengstoffanschlag in der Kölner Propsteigasse, es gab die Mordserie und es gab den Anschlag in der Kölner Kolbstraße. Erst seit 2011 wissen wir, dass diese Verbrechen zusammengehören, dass die also dem NSU zuzuordnen sind. Vor 2011 war das nicht klar, also konnte man eigentlich, hätte man unabhängig voneinander dort ermitteln können, aber nein, bei allen drei Fällen genau das Gleiche und wirklich bis hin zu Einschleusungen von verdeckten Ermittlern, Ermittlerinnen, die sich dann an die Familien rangehangen haben, um deren Vertrauen zu gewinnen, um etwas aus denen rauszubekommen. Der nächste Ring sozusagen ist die Berichterstattung der Medien, die komplett in die gleiche Richtung gingen. Also das heißt, sie haben zum einen verlautbaren lassen, was die Polizei ihnen gesagt hat und haben dann aber im Grunde immer noch ihre eigenen rassistischen Märchen dazugesponnen. Da gibt es zum Beispiel aus dem Jahr 2011 einen Spiegelartikel mit der Überschrift Düstere Parallelwelt. Er ist aus dem Sommer 2011, also sowas wie 6 Monate bevor der NSU bekannt geworden ist. Und der Artikel funktioniert also so. Am Anfang steht so eine Überlegung, ja, könnte es einen einzelnen Psychopathen geben, der Menschen aus oder der türkische Menschen ermordet, weil er sie so sehr hasst. Das ist eine These, aber nein, das ist ja eigentlich nicht plausibel. Und dann folgen 2-3 Seiten eigentlich so eine rassistische Fantasiewelt, wo eben die Rede ist von sogenannten Parallelwelten, wo sie mit irgendwelchen Informantinnen sprechen, die ihnen genau das bestätigen, dass es sich bei dieser Mordserie eben um eine Mordserie aus solchen Gründen, wie eben die Polizei auch vermutet, das heißt beispielsweise einen Mafia-Hintergrund gibt. Das ist eigentlich gar nicht groß aufgearbeitet worden, mit wem damals, das gilt ja nicht nur für den Spiegel, das gilt für die andere Medienberichterstattung auch. Wer sind eigentlich die Leute, mit denen die da gesprochen haben? Welche Informanten, Informantinnen waren das, denen einfach sozusagen geglaubt wurde, weil sie genau die eigene Gedankenwelt dort auch bestätigt haben? Das ist, wie gesagt, kaum aufgearbeitet worden. Und gleichzeitig gab es ja auch noch das extra obendrauf, nämlich dass in der Medienlandschaft damals das sogenannte Wort von den sogenannten Dönermorden erfunden wurde, um diese Mordserie zu beschreiben. Was ein Wort ist, das rassistisch ist, ohne dass es sich hier um eine Mordserie mit rechtem Hintergrund hätte handeln müssen. Das heißt, es ist etwas, was auch schon vor 2011 als rassistisch kritisiert hätte werden können. Das ist aber eben nicht passiert. Und gleichzeitig hatte eigentlich sozusagen die Medien oder gab es in verschiedenen Zeitungen, auch im Spiegel, auch Artikel über rechten Terror und wie der eigentlich funktioniert. Und dort lag dasselbe Wissen vor, wie eben auch bei der Polizei, nämlich wie funktioniert rechter Terror und wer, nämlich die drei. Es gibt beispielsweise wieder Spiegelartikel aus dem Jahr 2003, wo genau das drinne steht, so funktioniert rechter Terror und wenn das jemand machen kann, das sind das Mundlos, Böhnhardt und Schäpe, die seit 1998 eben nicht mehr aufzufinden sind sozusagen. Aber auch hier wurden diese beiden, die Mordserie und dieses Wissen um rechten Terror eben nicht zusammengebracht. Und auch hier hätte es natürlich einen Unterschied gemacht, wenn die Berichterstattung anders verlaufen wäre. Wenn also hinterfragt worden wäre, selbst recherchiert worden wäre und in Richtung rassistisches Motiv gedacht worden wäre. Und das Gleiche gilt dann eben auch für die Gesellschaft. Gesellschaft klingt immer so ein bisschen abstrakt, aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, das Gleiche gilt für uns. All das heißt, Gesellschaft und
die Linke der Gesellschaft, AntifaschistInnen und so weiter, die hinterfragen das nicht. Die nehmen zwar die Mordserie vielleicht wahr, nehmen die Berichterstattung wahr, aber nehmen das offensichtlich weitestgehend für bare Münze, was dort eben berichtet wird. Und sie hören eben die Angehörigen nicht, die immer öffentlicher werden, auf einen möglichen rechten Hintergrund hingewiesen haben. Das heißt, von Anfang an sagen Angehörige und Überlebende bei der Polizei, was ist eigentlich mit Neonazis? Aber dabei bleibt es eben nicht. Und so organisieren 2006 die Angehörigen zwei Demonstrationen, und zwar in Kassel und in Dortmund. Gehen sie auf die Straße und fordern kein zehntes Opfer. Wir wollen, dass auch in Richtung rechtes Motiv bei dieser Mordserie ermittelt wird. Und da sind mehrere tausend Menschen auch mitgegangen in Kassel und in Dortmund. Aber 2006, was findet parallel statt? Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer, und die ist in diesem Jahr in Deutschland gewesen. Und wir erinnern uns an den Spruch von damals, an diesen Leitsatz, die Welt zu Gast bei Freunden. Das war eben das Motto, und für diese Demonstration hieß das ganz konkret in Dortmund. Die Demonstration hat gleichzeitig zu einem Fußballspiel stattgefunden und musste verlegt werden, ist dann durch leere Straßen gelaufen und ist leider eben ungehört geblieben. Und auch da kommt natürlich wieder dieser Gedanke, was wäre, wenn das gehört worden wäre. Und ich glaube, das hätte einen Unterschied ums Ganze bedeuten können, wenn eine Gesellschaft, AntifaschistInnen, Medien, wer auch immer, damit aufmerksamer umgegangen wären, man also gemeinsam mit den Angehörigen hätte fordern können, was ist eigentlich, wenn diese Mordserie einen rechten Hintergrund hat. Aber eben auch das ist nicht geschehen. Und so stellt eben dieses 2006 nicht nur diesen, ja, also im Nachhinein ist das ja dieser Bruch oder dieses Neuaufflammen vom deutschen Nationalismus, wo wieder ganz unverkrampft die Deutschlandfahnen geschwenkt werden konnten, und gleichzeitig sind eben die Angehörigen durch die Straßen gelaufen, und somit wird dieser schale Beigeschmack im Rückblick auf diese WM einfach nur noch stärker. Und gleichzeitig, auch das nicht unerwähnt zu lassen, hat eigentlich auch die Polizei umgedacht. Dieses Umdenken oder kurzzeitige Umdenken, vielleicht ist das, hat die Mordserie einen rechten Hintergrund, auch das geschah 2006, also ungefähr gleichzeitig zu den Demonstrationen. Aber auch da kommt wieder die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer ins Spiel, denn man hat sich eben entschieden, das nicht allzu öffentlich zu kommunizieren in Zeiten der Weltmeisterschaft, dass man eine rechte Mordserie möglicherweise vorliegen hat, aber die Täter, Täterin nicht festgemacht hat. Also das heißt, nicht nur die Interventionen innerhalb der bundesweiten Ermittlungsgruppe haben da eine Rolle gespielt, sondern eben auch das Denken an, was ist eigentlich mit dem schönen Bild der Fußball-WM in Deutschland und der Welt zu Gast bei Freunden. Und dann natürlich der Verfassungsschutz, auch als Teil der Gesellschaft, der da sein eigenes Spiel sozusagen gespielt hat, kann man so sagen. Und zwar hat der Verfassungsschutz viele, viele V-Leute im Umfeld des NSU geführt. Das heißt, das sind Neonazis, die für Geld Informationen an die Landesämter und ans Bundesamt für Verfassungsschutz eben über die Neonazi-Szene gegeben haben. Und wir wissen auch, dass diese V-Leute eigentlich die wichtigsten Sachen über den NSU auch gemeldet haben, nämlich die drei, die sind in Chemnitz, also der erste Unterschlupf nach Jena, und die besorgen sich Waffen und begehen Überfälle. Das sind also Informationen, die dann zeitnah, das heißt in den Jahren 98 bis 2000, bei den Landesämtern, beim Bundesamt für Verfassungsschutz auch vorlagen, die aber eben nicht dazu geführt haben, dass die drei gefasst wurden, dass die drei gestoppt wurden. Und was wir eben nicht wissen, ist,
ob der Verfassungsschutz tatsächlich auch von der Mordserie währenddessen gewusst hat. Was wir aber wissen, ist, dass der Verfassungsschutz seit 2011 eben massiv die Aufklärung behindert und Aufklärung auch verhindert durch Vertuschung und Aktenschredderei. Das heißt, sehr schnell nach Bekanntwerden des NSU, nämlich der NSU wird sozusagen bekannt ab dem 4.11.2011 und am 11.11.2011 kommt es zur ersten großen Schredderaktion im Bundesamt für Verfassungsschutz, wo eben die ersten Akten geschreddert werden, und das zieht sich eben über die Jahre so durch. Immer wieder werden Akten geschreddert, werden Akten Geheimhaltungsstufen unterlegt, bis zu 120 Jahre ein Teil der Akten in Hessen. Also das heißt, das ist allein dieses Aktenhandling, was zur Vertuschung beiträgt, aber eben auch die konkreten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Ämter für Verfassungsschutz beim Gericht, in den Untersuchungsausschüssen, können sich an nichts erinnern. Wie gesagt, zum Teil Zeiträume von wenigen Monaten, die dann plötzlich verschwunden sind. Und wenn es eben nicht der Geheimhaltung unterliegt, haben sie es eben selber dann nicht gesagt. Das heißt, was hier die große Frage ist, was wusste der Verfassungsschutz oder die ganzen Ämter für Verfassungsschutz, und warum haben sie so gehandelt, wie sie gehandelt haben, oder warum haben sie so nicht gehandelt, wie sie eben nicht gehandelt haben, also das heißt an Informationsweitergabe und so weiter und so fort. Das ist aber eben nicht der Hauptpunkt. Das ist ja häufig dann das, was beim Nachdenken über den NSU-Komplex übrig bleibt: ja, der Verfassungsschutz hat dort eben undurchsichtig gehandelt und so weiter und so fort, und nur deswegen hat der NSU morden können. Und wir glauben eben, dass das nicht so ist, sondern dass eben es sich um ein gesamtgesellschaftliches Verhältnis handelt. Und das heißt, diese Schichten haben den NSU mitgetragen, hätten ihn also auf der anderen Seite auch am Morden hindern können oder hätten zumindest einen Unterschied machen können. Und hätten damit auch, da fehlt sozusagen der Pfeil, das Handeln des Verfassungsschutzes unterbrechen können. Weil natürlich, wenn die Polizei in Richtung rechts ermittelt hätte, die drei sozusagen ermittelt hätte, dann hätte der Verfassungsschutz ja so viele V-Leute, wie er gehabt hätte, um den NSU drumherum haben können. Es hätte trotzdem sozusagen dann keinen Unterschied gemacht. Und das Gleiche gilt eben auch für die anderen Ebenen. Und das Perfide ist, der NSU hat das auch mitbekommen. Aus dem Untergrund heraus haben die mitbekommen, wie mit der Mordserie umgegangen wurde und dass eben gegen die Angehörigen und die Überlebenden ermittelt wurde, dass die in den Zeitungen über die Mordserie berichtet wurde und wie eben über die Angehörigen und Überlebenden in den Zeitungen und im Fernsehen eben gesprochen wurde, nämlich auf rassistische Art und Weise. Der NSU hat tatsächlich ein Zeitungsarchiv angelegt über die eigene Mordserie, und deswegen wissen wir, dass sie das eben mitbekommen haben. Und das muss ihnen ja auch noch gleichzeitig sozusagen noch mehr Antrieb gegeben haben, dass sie also gesehen haben, nicht nur haben sie diese Menschen ermordet, sondern zusätzlich dazu geht jetzt auch noch die Polizei gegen diese Familien vor und drangsaliert die, und die Medien und die Gesellschaft hört das nicht. Und der NSU hat auch die Demonstrationen 2006 mitbekommen. Und das ist eigentlich das Perfideste in diesem Bekennervideo von 2011. Da tauchen diese Demonstrationen, Videobilder von den Demonstrationen in Dortmund und Kassel, die sind in diesem Bekennervideo zu sehen. Also das hatten sie auf dem Zettel. Und müssen sich eben dadurch bestärkt gefühlt haben. Und da kommt natürlich aber gleichzeitig auch noch das gesellschaftliche Umfeld des NSU mit zum Tragen. Die waren ja nicht nur umgeben von ihrem festen Neonazi-Netzwerk, sondern haben eben gelebt in Nachbarschaften in Chemnitz und in Zwickau. Und insbesondere die Nachbarn, Nachbarinnen in Zwickau, das waren keine organisierten Neonazis in dem Sinne,
das waren, wie sie sich selber bezeichnet haben, ganz normale Menschen mit ganz normalen Ansichten. Und vor Gericht kam dann raus, was diese normalen Ansichten sind, nämlich in dem Umfeld in Zwickau war es normal, sich rassistisch zu äußern, war es normal, dass dort Hitlerbüsten im Partykeller ausgestellt werden und so weiter und so fort. Und das heißt, das ist zwar etwas, was wir uns nur vorstellen oder was wir nur spekulieren können, aber sich in diesen Nachbarschaften zu bewegen, muss für den NSU geheißen haben, dass sie sich nicht groß verstellen mussten, wenn sie eine rassistische Äußerung gemacht haben, sondern dass das dort eben dazugehört hat. Und gleichzeitig heißt das auch oder könnte es auch heißen, dass sie sich auch davon bestärkt gefühlt haben. Der NSU ist, wie gesagt, in den 1990er Jahren sozialisiert worden, als es einen massiven gesellschaftlichen Rechtsruck damals auch in Deutschland gab, mit den Pogromen beispielsweise in Rostock-Lichtenhagen, mit den Brandanschlägen in Mölln und Solingen. Und dieser gesellschaftliche Rassismus damals hat ihnen oder muss ihnen Mut gegeben haben, und in Zwickau konnten sie dann immer wieder feststellen, das hat sich wahrscheinlich auch nicht geändert, dass das in der Bevölkerung weit verbreitet ist. Und gleichzeitig, neben dem, dass es eben nicht nur Neonazis für rechten Terror braucht, sondern die gesamte Gesellschaft, heißt das aber auch im Umkehrschluss, daraus entstehen auch unsere Handlungsmöglichkeiten. Daraus entsteht auch, was können wir aus dem NSU-Komplex lernen, um rechten Terror zu verhindern. Was wir in den letzten Jahren sehen können, ist, dass einige Akteure, Akteurinnen jetzt nicht besonders viel aus dem NSU-Komplex gelernt haben und höchstwahrscheinlich auch gar nicht lernen wollten. Also wir hatten jetzt in den letzten Wochen den Skandal um den sogenannten NSU 2.0, wo sich zumindest wahrscheinlich Teile dessen in der Frankfurter Polizei oder in der Polizei in Hessen bewegen. Das ist natürlich eine Kontinuität von rassistischen Strukturen in der Polizei darstellt. Wir sehen, dass der Verfassungsschutz weiterhin nicht in der Lage ist, Neonazis und auch nicht willentlich ist, ganz offensichtlich, Neonazis Einhalt zu gebieten, und die Medienberichterstattung, ja, mal so, mal so. Und das heißt, was uns natürlich übrig bleibt, ist, dass wir aus dem NSU-Komplex lernen können und dass wir unsere Verhaltensweisen, unsere Denkweisen so verändern können, dass zumindest wir eine andere Rolle spielen im Fall von rechten Terror. Weil das gilt nicht nur für den NSU, das gilt auch für sonstigen rechten Terror. Und daraus ergeben sich eben Perspektiven. Was heißt das also, sein Handeln ändern? Was heißt das, lernen aus dem NSU-Komplex? Das muss natürlich auch jeder, jede für sich selber so ein bisschen wissen, aber so ein paar Ansatzpunkte gibt es natürlich schon. Zum einen natürlich Initiativen, die sich direkt mit dem NSU-Komplex auseinandersetzen und da beispielsweise Gedenkarbeit machen. Das heißt, eine unserer gesellschaftlichen antifaschistischen Aufgaben ist es natürlich, dass das, was passiert ist, nicht in Vergessenheit gerät. Dass wir also die Mordopfer des NSU nicht vergessen, dass wir nicht vergessen, dass Menschen für ihr Leben lang eben von den Anschlägen, von den Morden gezeichnet sein werden. Und das heißt, in den letzten Jahren ist eben etwas entstanden, dass in den verschiedenen Tatortstädten es eben Gedenkveranstaltungen gibt. Gedenkdemonstrationen, Gedenktafeln, unterschiedliche Arten des Gedenkens. Das hängt immer jeweils davon ab, wie sich die Stadt dort vor Ort verhält. Das hängt auch davon ab, was die Familien für Wünsche haben. Und so sieht das eben in allen Tatortstädten unterschiedlich aus, ist aber eben etwas, was extrem wichtig ist. Was wir hier oben sehen, ist eine Demonstration im letzten Jahr in Kassel. Man sieht das schon, die sieht ähnlich aus wie die Kein zehntes Opfer-Demonstration und hieß damals eben Kein nächstes Opfer. Und hat sich natürlich auch damit befasst, dass wir jetzt auch wieder einen gesellschaftlichen Rechtsruck erleben, dass man sich also vorstellen kann, dass auch wieder Neonazis sich von der gesellschaftlichen Stimmung bestätigen.
gestärkt fühlen. Organisierte Neonazis, nicht organisierte Neonazis, Rechte, Rassisten, Rassistinnen, Antisemitinnen und so weiter sich eben bestärkt fühlen und deswegen ihre Ideologie mit Gewalt umsetzen und deswegen die Forderung auch kein nächstes Opfer. Dann hier unten Gedenkbänke an Mehmet Turgut, der in Rostock ermordet wurde. Und das ist zum Beispiel eine Gedenkveranstaltung, wo die Stadt Rostock auch mit Anteil hat, weil das eben ein Wunsch der Familie ist. Und hier drüben sehen wir eine Gedenktafel im Gedenken an Ismail Yashar. Das ist keine offizielle Gedenktafel der Stadt. Das gibt es in Nürnberg eben nicht, sondern dort sorgt sich eine antifaschistische Initiative darum, dass dort Gedenkveranstaltungen stattfinden und dass diese Gedenktafeln dort hängen, weil die werden immer wieder beschädigt, kaputt gemacht, weggenommen und dementsprechend. Ja. Und eben das eine ist das Gedenken, das andere ist eben konkret die Forderung der Familien und der Angehörigen umzusetzen, soweit es eben uns möglich ist. Das heißt, die Familien haben häufig Forderungen nach Aufklärung, haben aber auch ganz konkrete Forderungen wie in Kassel, die Familie von Halit Yozgat, die eben fordert, dass die holländische Straße, in der ihr Sohn ermordet wurde, dass die umbenannt wird in Halitstraße für alle Halits und dass nie wieder ein Halit ermordet wird aus rassistischen Gründen. Deswegen soll diese holländische Straße umbenannt werden. Die Stadt Kassel sperrt sich dagegen. Die hat stattdessen einen vorher unbenannten Platz schräg gegenüber des ehemaligen Internetcafés umbenannt und eine Straßenbahnhaltestelle und sagt eben, okay, das reicht an Verantwortungsübernahme hier in Kassel und gleichzeitig ist die Stadt inzwischen auch so weit zu sagen, wir ziehen uns zurück aus der offiziellen Gedenkveranstaltung und stattdessen wird es jetzt sozusagen eine nicht öffentliche Wissenschaftspreisvergabe zum Thema NSU geben. Und das heißt, es ist an Aktivisten, Aktivistinnen, diese Forderung umzusetzen, beziehungsweise der immer wieder auch Nachhall zu geben. Und das passiert in Kassel auch sehr stark durch Straßenumbenennungen. Beispielsweise auch bei der letztjährigen Documenta war auf der offiziellen Documenta-Stadtkarte die holländische Straße also in Halitstraße umbenannt. Und das ist eben etwas, was ganz konkret jetzt auch in den nächsten Jahren natürlich so weitergeht. Muss. Das Gedenken muss weitergehen und eben das Ausloten dessen, inwieweit können wir eigentlich als Gesellschaft die Forderungen der Angehörigen und Überlebenden, die häufig öffentlich einfach nachlesbar sind, eigentlich umsetzen. Und eine der Forderungen und der Angehörigen, aber auch eine unserer zentralen Forderungen ist natürlich die nach weiterer Aufklärung. Das heißt, diese offenen Fragen, das Neonazi-Netzwerk, das Handeln des Verfassungsschutzes, das Handeln der Behörden, die Vertuschungsaktion der Behörden, was ist eigentlich damit? Wann werden diese Fragen beantwortet? Wann wird dort endlich aufgeklärt? Und deswegen gibt es auch Initiativen, die eben weitere Aufklärung fordern. Ganz konkret beispielsweise in Hamburg die Initiative zur Aufklärung des Mordes an Süleyman Taşköprü. Die in Hamburg fordern, es muss einen Untersuchungsausschuss geben. Denn Hamburg ist weiterhin das letzte Tatortland des NSU, wo es keinen Untersuchungsausschuss gegeben hat. Natürlich haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass diese parlamentarischen Untersuchungsausschüsse jetzt auch nicht das Allheilmittel sind. Also das heißt, nur weil es die gibt, heißt das nicht, dass am Ende die komplette Aufklärung steht. Aber natürlich ist es ein Mittel, was zumindest einmal angewandt werden musste und was, ja, wo der Staat, die Städte und in dem Fall konkret Hamburg eben ein Stück weit auch Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen müssen. In Hamburg gibt es stattdessen nur Symbolpolitik beispielsweise. Dort wurde eine Straße umbenannt und dort gab es eine offizielle Entschuldigung des Senats, aber einen Untersuchungsausschuss möchte man nicht einrichten mit der Begründung, die wir auch in anderen Bundesländern wie zum Beispiel Bayern hören. Ja, das ist ganz wichtig alles, aber solange wir keine neuen Informationen haben, können wir leider keinen Untersuchungsausschuss einrichten. Und so ist es eben an zivilgesellschaftlichen Initiativen, diese
diese Aufklärung weiterhin einzufordern, aber auch zu versuchen, die Aufklärung selber voranzutreiben. Das sehen wir natürlich auch als unsere Aufgabe, als Antifaschistinnen, als NSU-Watch und so weiter, nämlich unseren eigenen Anteil zur Aufklärung auch beizutragen. Also das heißt, am Anfang, kurz nach Bekanntwerden des NSU, da ging das los, dass Antifaschistinnen und Antifaschisten da in den Archiven geguckt haben, für Informationen gesorgt haben, recherchiert haben, und das hat seitdem auch nie aufgehört. So sehen wir auch unsere Rolle als NSU-Watch. Wir sind nicht einfach nur Beobachter, Beobachterinnen, sondern wir sind selber Akteure und Akteurinnen in der Aufklärung des NSU-Komplexes und beispielsweise, welche von den offenen Fragen kann man vielleicht als Gesellschaft möglicherweise beantworten? Ich glaube, dass wir als eher die Frage nach dem Neonazi-Netzwerk beantworten können, als die nach dem Warum des Handelns des Verfassungsschutzes. Aber das werden eben die nächsten Jahre zeigen. Aber da bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass wir da den Antworten auch noch näher kommen. Und wir haben auch gesehen, seit Ende dieses Prozesses haben die Forderungen nach Aufklärung nicht aufgehört. Für manche war das vielleicht das Ende des NSU-Komplexes, aber für viele, viele eben nicht. Dann gibt es auch Initiativen, die sich, oder wo ich sagen würde, das könnte es bedeuten, als Initiative, als Gesellschaft aus dem NSU-Komplex zu lernen und sich gar nicht direkt mit dem NSU-Komplex zu beschäftigen, sondern eben mit anderen möglichen rassistischen Morden, mit rechten Terror. Da gibt es zum einen die Burak Bektaş-Initiative, dort ganz drüben aus Berlin, die sich mit dem Mord an Burak Bektaş befassen, der 2012 auf offener Straße ermordet wurde. Burak Bektaş stand mit seinen Freunden in einer Gruppe in Berlin-Neukölln und da trat eben ein weißer Mann auf sie zu und hat auf sie geschossen und ist dann eben wortlos wieder weggegangen. Und Burak Bektaş hat diesen Anschlag eben nicht überlebt. Und in Neukölln gibt es bis heute Neonazi-Umtriebe und es spricht einfach sehr viel dafür, dass sich hier um einen möglichen rassistischen Mord handelt. Das ist bis heute aber nicht aufgeklärt worden. Aber diese Initiative kämpft eben gemeinsam mit der Familie darum, dass das aufgeklärt wird. Und sie haben auch dieses Denkmal in Berlin-Neukölln schon erkämpfen können. Das heißt, hier ist, wird gemeinsam mit den Betroffenen gekämpft. Und die Familie wird eben nicht allein gelassen. Und einfach nur diese Vorstellung, sowas hätte man vor 2011 geschafft mit den Angehörigen, die wir vorhin auf dem Foto der Demonstration gesehen haben. Ich glaube schon, dass das einen großen Unterschied gemacht hätte. Dann gibt es viele Initiativen, die die Geschichte des rechten Terrors seit 1945 aufarbeiten. Das heißt, die nach 2011 noch einmal geschaut haben, wie sieht diese Kontinuität eigentlich aus? Und das ist eine Initiative aus Hamburg, deren Gedenken wir hier sehen. Das ist die Initiative in Gedenken an Yunyok Chau und Duan Lan, die sich in Hamburg gegründet hat und die an die beiden Opfer des Brandanschlages von 1980 in Hamburg gedenken. Dieser Brandanschlag ist 1980 von den deutschen Aktionsgruppen verübt worden. Hat damals auch viel Aufmerksamkeit bekommen, ist aber dann jahrelang in Vergessenheit geraten. Und diese Initiative hat sich eben gegründet, nachdem sie auf diesen Brandanschlag aufmerksam geworden sind, haben sich auch mit Überlebenden und mit Angehörigen zusammengetan und kämpfen jetzt dort in Hamburg um einen Gedenkort und machen eben eine jährliche Gedenkveranstaltung auch dort. Und so kehren immer mehr rechte Anschläge, rechte Terroranschläge zurück in zumindest ein linkes Gedächtnis, zurück in ein Stück weit ein kollektives Gedächtnis. Anschläge, die lange Zeit vergessen waren, an die wird sich jetzt eben wieder erinnert. Und so kann eben auch gezeigt werden, rechter Terror, das sind nicht nur so verrückte Einzelfälle, die eben mal passieren, sondern es ist etwas, was eine Kontinuität hat und wo sich die Täter, Täterinnen immer an den ähnlichen Konzepten orientieren, die eben geeint sind von der rassistischen Ideologie.
Dann hier ein Bild auch aus Hamburg, nämlich sozusagen Symbolbild vom S-Bahnhof Veddel. Am S-Bahnhof Veddel gab es im letzten Jahr im Dezember einen Sprengstoffanschlag und sehr schnell wurde auf Social Media darauf aufmerksam gemacht, dass es sich hier um einen rechten Anschlag handeln könnte, nämlich deswegen, weil der S-Bahnhof Veddel der Zugang ist zu den Vierteln Veddel und Wilhelmsburg in Hamburg, die ja sehr stark migrantisch geprägt sind und wo auch viele linke Menschen leben, und deswegen wurde gesagt, hier könnte es sich also um einen rechten Anschlag handeln. Und das konnte man deswegen sagen, weil rechter Terror funktioniert eben so, dass die Taten häufig ohne Bekennerschreiben auskommen. Also daran kann man es schon mal nicht erkennen, auch wenn das die Polizei und Medien bis heute glauben, dass man rechten Terror also an Hakenkreuzschmierereien oder so erkennt. Das stimmt eben nicht, sondern man erkennt die als Botschaftstat. Das heißt, man muss schauen, wer waren möglicherweise die gemeinten Menschen, also wer war als Opfer, als Betroffener hier gemeint, und wenn es da eben eine Übereinstimmung gibt mit rechter Ideologie, dann könnte es sich um rechten Terror handeln, und häufig gibt es eben Überschneidungen in der Vorgehensweise. Also hier ein Sprengsatz, der erinnert hat an das Vorgehen der Gruppe Freital, die also ähnliche Sprengkörper benutzt haben, und dadurch, dass der Sprengsatz auch mit Schrauben versehen war, haben auch viele an den Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße gedacht. Also das heißt, Opferauswahl, potenzielle und die Vorgehensweise, deswegen haben viele Menschen daran gedacht, hier könnte sich um einen rechten Hintergrund handeln. Der Täter ist dann festgenommen worden. Das war Stefan Kronbügel aus Hamburg, ein altbekannter Neonazi, der schon einmal in den 90er Jahren aus rechten Gründen gemordet hatte. Und das heißt, noch ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hier um rechten Terror gehandelt hat. Dann konnte man sehen, wie war das, wer reagiert wie. Die Polizei hat runtergespielt. Die haben immer gesagt, nein, der ist kein Neonazi mehr, weil der ist nicht organisiert und der ist jetzt in der sogenannten Trinkerszene. Als ob das irgendwie ausschließen würde, dass der Rassist oder Neonazi sein könnte. Das war eben aber das, wie die Polizei das verhandelt hat. Und gleichzeitig kam kein Bericht darum, sozusagen ohne die Erwähnung des Hintergrunds des Täters aus. Und dann hat sich eben für den Gerichtsprozess diesen Jahres auch eine Prozessbeobachtungsgruppe gegründet, die diesen Prozess eben beobachtet hat und bis zum Ende mitbeobachtet hat. Und am Ende stand das Urteil 10 Jahre für den Täter wegen versuchten Mordes, und das Gericht sah ein rassistisches Motiv als sehr wahrscheinlich an. Zwar nicht beweisbar, aber als sehr wahrscheinlich. Und das heißt, hier konnte darauf aufmerksam gemacht worden, wir glauben nicht, dass das eine unpolitische Tat ist, sondern wir glauben, dass das rechter Terror ist. Und das, glaube ich, heißt auch aus dem NSU-Komplex lernen. Und man sieht das auch immer wieder in Social Media Bereich insbesondere, dass also solche Aussagen von Polizei, dass es bei bestimmten Anschlägen keinen rechten Hintergrund hat, dass dem nicht geglaubt wird, dass dem entgegengetreten wird, dass also rechter Terror von der Gesellschaft, von uns aufgedeckt werden kann. Natürlich heißt Lernen aus dem NSU-Komplex, sich dem aktuellen Rechtsruck entgegenzustellen. Wird ja sehr viel diskutiert, wie das möglich sein könnte. Leider haben auch wir nicht die endgültige Antwort darauf, wie das eigentlich funktionieren kann, sich dem Rechtsruck entgegenzustellen und denen auch zurückzudrängen, weil das wäre natürlich das Ziel, dass man diesen Rechtsruck ein Stück weit oder möglichst weit rückgängig machen kann. Aber leider gibt es da auch kein Patentrezept. Aber was wir sagen können, wenn wir lernen aus dem NSU-Komplex, ist, dass eigentlich das Einzige, was Rechte und Neonazis verstehen, tatsächlich eine Grenzsetzung ist. Also ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, an dem klar ist, das ist sozusagen nicht akzeptiert. Und daran zeigt sich natürlich auch, wo ist eigentlich für eine Gesellschaft eine Grenze, wie weit rückt eine Gesellschaft nach rechts. Aber wie gesagt, da gibt es leider noch keine Antwort darauf, aber mit oder ohne NSU-Komplex im Hintergrund ist das natürlich das, was derzeit das Wichtigste ist. Und natürlich
kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex. Das bleibt auch weiterhin unsere Perspektive. Die Fragen sind nicht beantwortet, die Forderungen der Angehörigen sind nicht erfüllt worden. Die Aufklärungsversprechen sind alle gebrochen worden. Das heißt, es ist jetzt an uns, diese Versprechen vielleicht ein Stück weit zu erfüllen und eben weiterhin zu sagen, der NSU-Komplex, das ist nichts, was für uns abgeschlossen ist, sondern das muss eben weitergehen, wie gesagt, Antworten finden, Forderungen erfüllen und dem gesamtgesellschaftlichen Rassismus, der, wie ich vorhin eben gezeigt habe, den NSU-Komplex oder den NSU mitgetragen hat, bei den Morden getragen hat, eben entgegentreten und letztlich auch natürlich abschaffen. Ja. Vielen Dank, Caro, für diesen tollen Talk. Wir haben ganz kurz noch Zeit für ein, zwei Fragen und der Fairness halber würde ich mit einer Frage aus dem Internet beginnen. Aufgrund der mangelhaften Ermittlungen, dass eben nicht wirklich in alle Richtungen ermittelt wurde, haben die Beamten etwas zu befürchten? Also bisher nicht. Also es gibt sozusagen weder für das Neonazi-Netzwerk noch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen der Behörden irgendwelche ernstzunehmenden Konsequenzen. Da sind zwar sogar auch Menschen in den Behörden benannt worden, sowohl Polizei als auch Verfassungsschutz, aber wir konnten da bisher keinerlei Konsequenzen sehen, geschweige denn davon, dass die irgendwie strafrechtlich belangt werden. Es ist auch die Position der Bundesanwaltschaft zu sagen, kein strafrechtliches Handeln des Staates, das ist sicherlich so nicht richtig, aber da wird es wahrscheinlich leider keine Konsequenzen geben, müssten aber natürlich entsprechend gefordert werden. Und dann nehmen wir noch eine letzte Frage aus dem Publikum hier vorne von Mikrofon Nummer 2. Ja, hallo. Es gab ja vor einigen Monaten einen Anschlag auf eine bayerische Bahnstrecke, wo ein Stahlseil über eine Bahnstrecke gespannt wurde, wo dann ein ICE dagegen gefahren ist, nichts passiert. Es wurde ein Bekennerschreiben in arabischer Sprache gefunden, wobei es im Nachhinein aus den Polizeiermittlungen hieß, es könnte sich möglicherweise um einen rechtsextremen Terroranschlag handeln. Wie ist das? Sind dir von deinen Kenntnissen und Erfahrungen aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten möglicherweise False Flag, rechtsextreme Anschläge bekannt, die eigentlich so getan wurden, dass sie möglicherweise einer ihrer gegnerischen Gruppen quasi zugeschoben werden sollte? Das ist ja eine der Strategien auch von rechten Terror, genau solche False Flag Aktionen zu machen. Das heißt, also einen Anschlag zu verüben und dann so zu tun, als käme der entweder von linker Seite oder von islamistischer Seite und dadurch also die gesellschaftliche Spannung und gesellschaftliche rassistische Stimmung oder Stimmung gegen links eben voranzutreiben und dadurch eben Menschen Richtung rechts zu bewegen. Das ist sozusagen die Idee dahinter und beispielsweise der Anschlag in Italien auf den Bahnhof in Bologna war genau so ein Anschlag, ein False-Flag-Anschlag, der dann eine ganze Zeit lang sozusagen Linken zugeschrieben wurde und der dann tatsächlich auch dazu geführt hat, dass Rechte mehr Wahlstimmen bekommen haben. Das ist also diese Strategie dahinter. Das ist ja auch das, was Franco A. Wahrscheinlich vorgehabt hat, der rechte Bundeswehrsoldat, der rechten Terror eben geplant hat. Der hatte sich ja auch als syrischer Flüchtling registrieren lassen und wahrscheinlich hatte der eben auch solche False-Flag-Aktionen vor. Und genau zu diesem Anschlag auf die Obertrasse des ICE gibt es jetzt nochmal von vor ein paar Tagen einen ähnlichen Anschlag in Berlin auf das Streckennetz, der genau so war, Oberleitung und ringsrum eben Flyer in arabischer Sprache, was eben auch genau so ein False-Flag-Anschlag sein könnte. Und genau das versuchen wir auch eben immer im Blick zu haben, mitzunehmen, im Hinterkopf zu haben und dort auf Aufklärung zu drängen und das eben zu bemerken. Also das ist, glaube ich, auch das ganz Zentrale, dass eben wir dran sind, solche Sachen richtig zuzuordnen, dort zumindest wahrzunehmen und dann so zuzuordnen. Ja.
Vielen Dank für eure Fragen, besonders vielen Dank für die Antworten und sowieso nochmal ganz vielen Dank für diesen tollen Tag, Caro. Bitte noch einmal einen großen Applaus.